Und ein herzliches Willkommen beim neuen Spiel bei mir. Magic the Gathering Arena, glaube ich, heißt das hier, glaube ich. Leute, ich habe mich irgendwie in das Spiel verliebt. Ich bin Anfänger. Ganz wichtig am Anfang. Ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt. Ich bin noch nicht gut. Ich habe auch noch kein Geld oder so ausgegeben im Shop, dass ich Karten bekomme. Ja. Ganz toll hier. Hier, ich habe keinen Pass oder so. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt, seht ihr? Und ich dachte mir, ja, Lukas, jetzt auf dem Zweitkanal ist jetzt auch was zu Magic the Gathering gekommen. Das werde ich wahrscheinlich hier irgendwo verlinken oder am Ende des Videos auf das Video verlinken. Könnt ihr euch auch anschauen, da mache ich ein Unboxing. Ja, weil ich ein bisschen mehr in das Spiel reinkomme. Ich bin megamäßiger Anfänger und dadurch, dass ich Legastheniker bin und bei den Karten relativ viel Text ist, kann das bei mir manchmal ein bisschen länger dauern. Leute, das kann länger dauern. Aber die, was auf meinem Kanal sind, die werden das schon von mir aus, von mir kennen. Ich werde gleich in ein Spiel reingehen. Ich kenne mich hier noch nicht ganz so aus. Ich habe jetzt gerade ein Spiel gewonnen und habe mich dafür entschieden, ja komm, probieren wir es gegen Spieler. Starten wir gleich rein. Schauen, ob ich gewinne oder verliere. Ihr könnt mir auch Tipps geben und so. Schreibt bitte unten in den Kommentaren rein, was gut ist, was schlecht ist. Würde mich richtig freuen, wenn ihr da ein bisschen Input da lasst, weil ich bin Anfänger ist. Yu-Gi-Oh! Habe ich gespielt, aber das hat irgendwie überhaupt nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Ich kenne die Grundlagen, mehr nicht. Was haben wir dann? Okay. Ah ja, was spielen wir? Wenn ein, der Westwind. Ja, das war Anfang ganz okay. Ja, das Problem ist, dass ich halt das Lesen hier. Legastheniker, jetzt sind solche Spiele halt richtig blöd. Aber mir macht es halt richtig Spaß. Ich habe jetzt das Deck schon ein bisschen gespielt. Ich kenne mich ein bisschen aus, was die Karten machen, ohne wirklich zu lesen. Komm. Kriege ich so eine Marke. Was passiert denn eigentlich, wenn ich zwei Schaden mache? Stirbt er? Weil ich habe hier nur eine Verteidigung. Habe ich denn trotzdem verloren? Eine Überlebende aus. Hallo aus. Friedhof ins Exil. Ja, okay, weiter. Angreifen? Ja, komm, ich probier's. Ich bin durchgekommen. Das sind die Lebenspunkte, falls auch Leute neu sind. Das sind meine Mana. Ich bin halt richtig Anfänger. Das Game ist auch kostenlos, soweit. Ich habe es bis jetzt nur kostenlos gespielt. Also. Zug beenden. Okay, das verstärkt die. Oh Gott. Greift er direkt an. Oder? Oh, ich könnte. Oder habe ich genug Mana? Doch, ja. Das kann ja. Schieße eine Kreatur deiner Wahl mit Mann. Mit Klingen oder gleich der Anzahl an Ebenen. Ja, das.
hätte funktioniert. Was könnte ich jetzt machen? Nein. Kein Angriff. Ich warte noch. Ich habe aber nichts Gutes auf der Hand jetzt noch. Drei Schaden so jetzt. Ja, geht nicht mehr. Verzaubere eine Kreatur, wenn die eine Spieß und wendet an die Verzauberung Kreatur kann nicht angreifen. Okay. Ich würde das so lassen. Angreifen. Jetzt machen wir ein bisschen Schaden. Weiter. Das ist ein bisschen entspannter und ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Folgen ich davon so machen werde. Es kommt drauf an, wie es ankommt. Weiter. Weiter. Macht er jetzt? Ich weiß auch noch nicht ganz, was alle Symbole so bedeuten. Ich weiß jetzt, dass das da oben rechts ein Mana kosten und ein Sonnenmana kostet. Also zwei Mana. Was aufblitzen bedeutet, keine Ahnung. Da steht gerade die Erklärung, aber ja. Gut. Zerstört. Ja. Keine Ahnung. Was machst du? Hier läuft die Zeit ab, Junge. Alle greifen an. Weiter. Mach ich das? Weiter. Weiter. Was? Wenn ich beim Schlag fühle einen Angreifer an der Blockenkreatur. Mal drei Schaden zu. Nö, komm. Wieso hat er jetzt schon so starke? Ich will gewinnen. Drei Schaden, der ist schon über dem Schaden, was ich rausnehmen kann. Ich habe keine Karten mehr. Was mit dem auskommen, das nächste ist eine Mana-Karte, das weiß ich ja. Okay. Alle greifen an. Das ist die stärkste Karte, die ich
hier? Nein. Wieso kann ich da keinen angreifen? Alter. Was? Falls aus die Karte in diesem Zug zerstört wurde, sie stattdessen ins Exil. Bist du dir sicher? Nein, bin ich nicht. Das verunsichert mich die ganze Zeit. Die Karte verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, die ist viel zu stark gerade. Ich habe alles nur einser. Und habe wieder nur ein Mana. Okay. Da kommt was. Ich lasse das. Das sieht er, glaube ich, auch. Kein Angriff. Ach so. Das ist dann direkt weg. Ich dachte, das geht. Das war doof von mir. Ja, der macht mich jetzt fertig. Der hat. Wenn der jetzt noch irgendwie stärker macht. Achso, er kann die andere Karte ja gar nicht angreifen. Das geht gar nicht. Er hat jetzt nur noch eine Karte in der Hand, so wie ich. Oje. 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 Das kann die bezahlte Mana. Okay, ich bin tot. Nein! Das ist aber gut gespielt. Gut gespielt. Ja. Hm. Das bringt mir nichts. Kein Angriff. Die nächste Karte bringt mir auch nichts. Die Karte. Ah, die kenne ich. Ja. Ja, komm. Ja, der könnte mich jetzt mit einem Schlag fertig machen, wenn ich nicht blocke. So. Die Karte ist down. Okay, blocken. Mann, spannend. Ja, ich habe nichts, was ich dagegen ausrichten kann. Kein Angriff. Also ich kann jetzt einmal alle Monster zerstören. Das wäre mega. Aber ich glaube, ich habe da nichts im Deck. Ich hoffe, das ist spannend genug für euch. Was ich hier mache. Vielleicht mache ich noch eine Runde. So, ich blocke nur mit dem. Jetzt ein bisschen gefühlt. Oh, die ist, glaube ich, die ist gut. Die hat eine, aber ja, das bringt mir jetzt gerade nicht. Nicht wirklich viel. Ja. Kein Angriff.
Ich brauche irgendwas. Als nächstes Mana. Das bringt mir gar nichts. Das heißt, wie stark die Karte ist. Ich kann mich fast one-shotten. Ja, jetzt könnte sich mich one-shotten. Ah ja, gutes Game, Junge. Ich muss eine mindestens blocken. So. Schön. Ich könnte angreifen. Er hat doch kein Mana. Er hat nur die. Oh, nein. Er wäre fast 4. Ah, 4. Ach, ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich bin dumm. Ich habe verloren. Ich habe jetzt kein Mana und keine Karte, mit dem ich blocken kann. Oh, ich bin sowas von tot. Gutes Spiel, Junge. Ah, ich war so knapp davor wieder. Ah. Ja, ich muss da noch viel lernen, Leute. Ich muss da echt noch viel lernen. Ja, ich mache jetzt noch ein Game. Sonst wird das Video echt zu kurz. Gleich nochmal rein. Nicht warten. Nicht verzagen. Aber es macht richtig Spaß, das Game. Sieht soweit gut aus. 2 Mana. Ich hoffe, ich ziehe da gleich noch eins. Vielleicht ein bisschen Lichtmana, weil ich habe kein Wasser. Ich kann nicht spielen. Oh, ein Zombie-Deck. So ein Untoten-Deck. Könnte spannend werden. Könnte spannend werden. Ja, ich kann nicht spielen. Ich war so doof. Ich habe hier kein Wasser und ich habe 2 Wassermana. Ich brauche Lichtmana. Ich brauche mindestens 1 Lichtmana. Ja. Natürlich, noch ein Wassermana. Wisst ihr was? Ich gebe auf. Das war my bad. Das war mein Fehler. Ich hätte darauf achten sollen, was für Mana. Aber 2 Mana, ja. Wäre gut gewesen. Ah, nein. Ich habe auch schon mein erstes Deck zusammengestellt und das geht. Ich habe schon einmal damit gewonnen. So, ich habe 2 Lichtmana. Das wird reichen. Was jetzt? Dein Gegner. Achso. Ja, wir spielen das. Achso. Er ist zuerst dran. Okay, das habe ich selten, dass ich nicht zuerst dran bin. Übliche. Interessant. Okay, was macht er?
Ich hoffe, das wird auch ein bisschen gerankt, dass man sieht, dass ich ein Anfänger bin und dass ich da halt jemand mit ungefähr Gleichstand vom Wissen her. Leute, ich sollte das spielen. Also, wenn es nur für einen Tag ist oder so, das macht irgendwie Spaß. Also, macht schon Laune, das Game. So. Nein, das mache ich noch nicht. Ja. Angreifen. Weiter. Na? Löwe, was machst du? Blockst du? Nein, tut er nicht. Zug beenden. Okay. Die muss ich noch aufbauen. Dim, dim. Fällt mir eigentlich auf, mit fliegenden Monster kann ich doch über Monster drüber fliegen, oder? Ah, die hat Fernkampf. Reichweite, glaube ich. Das ist der Konter dazu. Aha. Oh. Wird die noch verstärkt? Ja. Bevor hier irgendein Blödsinn passiert. Weg damit. Dann spiele ich noch ein Land. Und dann weiter. Alle greifen an. Stumm schalten. Hört der mich? Kann ich nicht direkt angreifen? Weiter? Achso, er kann ja nicht, weil da noch nicht die ist noch getappt. Ist ja logisch. Okay. Suche dein Bibliothek nach einer Standardkarte, zeige sie vor. Okay, er zeigt mir jetzt gleich eine Karte. Wenn er sich eine Karte raussucht, muss das eine ziemlich... Oh, er sucht sich Mana raus. Opfere Karte Mana. Okay, interessant. Was macht er? Ja, die mache ich gleich weg, mein Freund. Die mache ich gleich weg. Die sind alle noch? Gott. Ah, die greift jetzt an. Okay, passen. Passen. Das lasse ich durch. Okay. Weg damit. Ja, dann kriegt er ein bisschen Leben dazu. Okay. Alle greifen an. Also bis jetzt bin ich noch nicht vorwärts gekommen bei ihm. Er kriegt sehr viel Leben dazu. Hm. Wieder die Spinne. Okay. Macht er weg.
Er hat genauso zwei Karten wie ich. Na? Was wird das? Ich habe kein Mana mehr. Mist. Sehe ich ja gerade erst. Ist alles getappt. Nicht angreifen? Fähigkeit. Alle angreifen. Sonst wird es nächste Runde ein bisschen kritisch hier. Er blockt. Interessant. Es hat keiner mehr von uns eine Monsterkarte. Ah, auch eine Karte. Wenn ich 3 Schaden und eine Verteidigung habe, kriege ich den weg? Abbrechen. Alter, also, er kann ja gar nicht. Das war vielleicht blöd. Aber ich habe noch die, dann könnte ich nicht angreifen. Aber ich brauche Mana dafür. Okay. Soweit kein Problem, hoffe ich. Ich kann nicht blocken. Ja, musst du. Doch, ich kann blocken. Wir sind doch. Kein Block. Ja, komm. Geh durch. Hau dir die obere 4 Karten deiner Bibliothek an und Fähigkeit. Okay. Ablegen. Ah, die wäre. Okay. Er kann normalerweise nicht angreifen. Alter. Spielt er was? Er spielt was. Oder, nein, er kann, glaube ich, mit der blocken. Ja. Okay. Was machst du jetzt, mein Freund? Also es ist gerade echt schwierig zu kämpfen irgendwie. Ich habe jetzt die nächsten 4 Karten ja gesehen, was kommt und das. Ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht vom Fleck. Okay.
mal weg. Ich habe noch genug Mana. Alle angreifen. Blockt er? Ach ja. Blockst du? Er blockt. Kann ich dann die spielen? Ich mach die. Hat wieder keine Monster drauf. Ich habe drei. Es ist ein richtiges Hin und Her. Uiuiui. Wir haben beide gleich viel Mana erleben. Jetzt zerstört er eine von mir. Er nimmt die raus. Ja. Gut. Soll ich die spielen? Ich habe momentan genug Mana. Und es wäre taktisch vielleicht klug, weil er sieht ja, dass ich was auf der Hand habe. Er weiß ja nicht was. Wer könnte denken, das ist schon wieder so eine Fallenkarte? Alle greifen an. Oh, gewinne ich das noch? Momentan geht das jetzt echt hin und her. Ja. So, einmal noch. Ein Angriff muss noch durchkommen. Oh, jetzt werde ich nervös. Jetzt muss nur noch ein Angriff durchkommen. Oh, bitte. Drei Schaden, das kriege ich hin. Drei Schaden. Ach du meine Güte. Ach komm. Ablegen. Alle angreifen. Ich muss drei Schaden durchbringen. Er wird die. Kann er die beiden blocken? Er ist tot. Er ist tot. Bitte sei tot. Ich bin hier. Ich will jetzt nicht noch sterben. Ich habe keine Karten. Oh. Das macht das Spiel für mich so interessant. Puh. Er kann doch nicht alles blocken von mir, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theoretisch könnte er es blocken. Was macht er jetzt? Nein. Ich brauche ein Monster. Ich brauche irgendein Monster. Weil wenn er jetzt angreift... kann er ja nicht mehr blocken. Das ist doch ultra doof, oder? Kein Block, das lasse ich durch. Jetzt greife ich einfach mit allen an, oder? Oder sehe ich da? Er hat wieder 8 Leben.
Wo hat er die denn wieder her? Okay, ein Angriff wird verloren. Der wird noch zerstört. Weiter. Weiter. Zug beenden. Ach, Mist, ey. Na, er hat mich besiegt. Ich hab ja nichts mehr. Er hat mich besiegt. Ach, come on. Gutes Spiel, Junge. Ah, gutes Spiel. Er hat mich besiegt. Ich habe nichts zur Verteidigung. Wenn ihr das gerade seht. Ich gehe genau eins ins Minus. Passen. Also, ja. Ich bin jetzt genau eins im Minus. Habe ich gar nicht gewusst, dass das die Karte kann. Ups. Ah, Mist. Da steht's sogar. Ah, ja. Aber gutes Spiel, Leute. Ich muss noch besser werden. Ich muss noch lernen. Es ist noch viel Arbeit vor mir. Ich bekomme jetzt auch. Ja, ihr seht es ja im anderen Video dann. Alter, hat aber Spaß gemacht, Leute, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, lasst ein Like oder ein Abo da und vielleicht die Glocke und schreibt mir unbedingt was rein, wenn ihr sagt, das ist komplett doof, was ich gemacht habe, total dumm oder da ist noch Verbesserung, da sollte ich drauf achten. Ich bin Legastheniker, ich bin langsam mit Lesen, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer. Ich werde mir aber Mühe geben, weil es mir gefällt. Also, ja Leute, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Vielleicht kommen da jetzt noch ein paar Videos. Sehen wir ja. Ciao, ciao. Hab euch lieb und wir sehen uns im nächsten Projekt. Oder was auch immer. Oder es kommt mehr Magic auf meinem Kanal. Nur wenn ihr das wollt, ne?